Hallo zusammen! Vor ziemlich genau einem Jahr ist Before We Leave exklusiv im Epic Games Store erschienen und ich hatte damals ein kleines Let's Play zusammen mit einem Review veröffentlicht. In dem war ich nicht so positiver Meinung am Ende, eher so ein bisschen underwhelmed, wie der Engländer sagen würde, weil mir noch etwas die Langzeitmotivation gefehlt hat. Seitdem wurde das Spiel allerdings weiterentwickelt, hat einige umfangreiche Patches erhalten und erscheint jetzt heute zusammen mit einem weiteren Content-Update auf Steam. Ein guter Zeitpunkt also, dem Spiel nochmal eine zweite Chance zu geben. Wenn euch interessiert, was die größten Änderungen waren und wie sich das auf meine bisherige Meinung auswirkt, dann seid ihr hier genau richtig. Und wenn ihr meinen Content gerne schaut und euch mein Kanal interessiert oder was ich so mache, dann lasst mir gerne ein Abo da. Ich würde mich freuen. Für diejenigen, die das Spiel bisher nicht kennen, möchte ich, ohne nun jedes Wort aus meinem ersten Review wiederholen zu wollen, kurz zusammenfassen, worum es geht. Before We Leave ist ein Spiel mit knuffiger Grafik, in dem wir mehrere Siedlungen über verschiedene Inseln und sogar Planeten hinweg errichten und diese mit Handelsrouten miteinander vernetzen. Das passiert fast vollständig friedlich und auch ohne irgendwelche Survival-Aspekte. Ob man sich also zurücklehnt und dem Spiel einfach nur zuschaut oder ob man versucht, die effizientesten Siedlungen und Warenströme auszutüfteln, bleibt dabei völlig dem Spieler überlassen. Soweit, so gut. Wie kam es nun dazu, dass ich damals nicht lange Spaß an dem Spiel hatte? Ich war am Anfang sehr angetan davon, aber so ab dem zweiten Planeten fing das Spiel an, mich zu langweilen. Die ersten großen Ziele, also das Schiff bzw. das Raumschiff zu reparieren, um neue Inseln und Planeten zu erkunden und zu besiedeln, war erreicht. Und ab diesem Zeitpunkt kam es mir so vor, als ob ich immer nur dasselbe mache. Nämlich die nächste Insel bzw. den nächsten Planeten besiedeln, was irgendwie immer das Gleiche war. Natürlich hat man immer mal neue Ressourcen erhalten, mit denen man seine Gebäude upgraden konnte und theoretisch konnte man auch damals schon Stunden ins Tüfteln stecken, aber so richtig dazu motiviert oder ermutigt habe ich mich nicht gefühlt, zumal oft völlig unklar war, warum die Produktion auf einer Insel inzwischen drin hing und dann wieder lief. Kurz, mir fehlte so ein bisschen die Abwechslung, um mich auf Dauer motiviert zu fühlen und weil eben vieles auch recht linear verlief, hat es für mich nur einen sehr geringen Wiederspielwert gehabt. Erfreulicherweise haben die Content-Updates genau an diesen Kritikpunkten von damals angesetzt. Jetzt jede Änderung aufzuzählen würde den Rahmen dieses Videos komplett sprengen, darum möchte ich mich jetzt hier auf die wesentlichsten Veränderungen beschränken. Ich werde euch aber die Patchnotes in der Videobeschreibung verlinken, falls ihr es wirklich ganz genau wissen wollt. Was hat sich also geändert? Zum einen gibt es mehrere neue Biome, nämlich den Sumpf, in dem können nur kleine Gebäude errichtet werden, also keine großen Upgrades, damit muss man dann klarkommen. Der Regenwald, in dem die Produktivität der Felder erheblich höher ist, zumindest solange man nicht zu viele Bäume fällt. Und eine Kristallinsel, die man auf ganz besondere Weise entdecken kann, da will ich aber nicht zu viel spoilern. Zum anderen wurde der Forschungsbaum erweitert, dadurch gibt es einige neue Gebäude, Ressourcen, Objekte. Zum Beispiel gibt es neue Straßentypen, die unterschiedliche Boni bringen, zum Beispiel auf die Bewegungsgeschwindigkeit oder die Zufriedenheit der Bürger. Außerdem kann man auch mit Oberleitungen Strom vom Kraftwerk direkt ans Gebäude liefern, statt Bürger den Strom von Hand transportieren zu lassen. Dann gibt es ein Stufenwarenhaus, das über Höhenunterschiede hinweg platziert werden kann und von beiden Seiten zugänglich ist. Ist eine tolle Sache. Dann gibt es außerdem zwei neue Ressourcen, Chemikalien und Zement. Die werden vor allem für die höheren Upgrades benötigt. Diese Upgrades sollte man aber nicht blind überall anwenden, denn große, also weit ausgebaute Gebäude und Industriegebäude verursachen den neuen Wert der Düsterkeit, der sich vor allem auf die Zufriedenheit der Bürger schlägt. Und auch beim Transport wurde viel verändert. Zum Beispiel kann der Aufzug nun mehrere Bürger auf einmal transportieren, zumindest solange er mit Strom versorgt wird. Das war früher oft ein Flaschenhals, bei mir haben sich schnell mal 4, 5 Bürger auf beiden Seiten gesammelt und dann ging es nicht weiter und die Produktion hing komplett. Das ist jetzt anders. Auch beim Schiffshandel wurde was verändert. Zum einen gibt es jetzt große Handelsschiffe, die haben natürlich eine höhere Kapazität, ist logisch. Und auch bei der Erstellung der Routen, beim ganzen Handling wurde ein bisschen was verbessert. Neu sind auch die U-Boote, die mir persönlich viel Freude bereitet haben. Mit denen kann man nicht nur Ressourcen transportieren, sondern auch versunkene Ruinen erforschen. Das ist eigentlich so der Hauptzweck davon. Und ich muss sagen, das war irgendwie befriedigend, diese Ruinen zu erkunden und diesen Loot zu bekommen. Und der Loot ist wirklich gut. Also
Das muss man wirklich mal sagen, das macht auch wirklich Sinn, das zu machen. Mit dem Steam Release Update kommt außerdem noch eine weitere Sache hinzu, nämlich Wetter. Wetter äußert sich durch Niederschlag, Temperatur und Wind. Und das wirkt sich unter anderem zum Beispiel auf die Feldproduktivität aus. Regen und höhere Temperaturen begünstigen zum Beispiel das Pflanzenwachstum, zumindest solange es nicht zu nass oder zu heiß wird. Und die Windgeschwindigkeit wirkt sich auf die Geschwindigkeit von Schiffen und Bürgern aus. Mit dem Wind sind sie schneller, gegen den Wind langsamer, logisch. Außerdem verändert sich die Wetterlage auch dynamisch, sodass man hier recht vorausschauend bauen sollte. Es kann immer mal sein, dass zwischendrin mal etwas untypisches Wetter eintrifft. Und das ist auch optisch sehr gut gelungen. Also es hat auch wirklich Spaß gemacht, sich einfach mal zurückzulehnen und einfach zuzugucken, wie das Wetter so ist. Und wo wir gerade bei dem Steam Release Update sind, es werden außerdem noch 4 Szenarien hinzugefügt, die das Spielerlebnis stark verändern sollen. In der Kürze der Zeit konnte ich diese allerdings nicht ausprobieren. Die Szenarien sind eine Sache, die den Wiederspielwert verbessern. Außerdem wurde auch der Algorithmus der Kartengenerierung stark verändert. Das fängt schon beim Startplaneten an. Ursprünglich war es ja so, dass man immer auf der Grasinsel gestartet hat und dann 2 Wüsteninseln hatte. Jetzt ist es ein bisschen anders. Man startet zwar immer noch auf der Grasinsel, aber die anderen beiden Inseln müssen nicht mehr beide Wüste sein. Ich glaube, einmal muss, weil man braucht eben den Sand für das Glas. Aber der zweite oder der dritte muss nicht Wüste sein. Außerdem wurden neue Inselformen hinzugefügt, dann die bereits angesprochenen Biome. Und auch bei der Verteilung der Ressourcen und der Fruchtbarkeit wurde etwas verändert, sodass es eben bis ins Late Game notwendig ist, immer wieder zu den ersten Planeten zurückzukehren, die Produktion da zu erweitern, um wichtige Güter zu den weiter entfernten Planeten zu transportieren. Und gewisse Vorkommen, wie Öl oder Viehzucht, kommen außerdem vor allem auf schwierigeren Planeten vor. Also auch hier eine Herausforderung fürs Bauen. Eine weitere schöne Sache, die eher in den UI-Bereich reingeht und die vor allem Optimierer und Tüftler freuen dürfte, sind die Overlays. Mit diesen kann man sich ganz leicht verschiedene Faktoren wie Verschmutzung, Zufriedenheit, Wetterauswirkungen, Warenströme, Effizienz von Gebäuden und anzeigen lassen. Wo man früher nur raten konnte, was genau das Problem war, wenn in der Siedlung mal wieder nichts geklappt hat, kann man das nun sehr genau herausfinden und eben entsprechend agieren. Das war's zu den Änderungen. Ich hoffe, ich habe euch nicht völlig erschlagen. Ich möchte nur noch ganz kurz sagen, wie sich das auf mein Spielerlebnis ausgewirkt hat, wie ich das Spiel nun einschätze. Ich habe ja schon gesagt, viele von den Änderungen passen ganz gut zu meiner ursprünglichen Kritik. Also da wurde viel verändert und ich muss auch sagen, das hat das Spiel wirklich besser gemacht. Mir hat das insgesamt viel mehr Spaß gemacht, an den Siedlungen zu feilen. Vermutlich auch, weil ich durch die Overlays viel besser nachvollziehen kann, was denn überhaupt das Problem ist. Und natürlich macht man immer noch auf jeder Insel bzw. jedem neuen Planeten mehr oder minder das Gleiche. Das ist aber bei einem Anno ehrlicherweise auch nicht anders. Viele der neuen Features, ich sag nur neue Biome, Wetter, Ressourcen, helfen hier eben enorm, mehr Varianz ins Spiel zu bringen und damit natürlich auch der Langzeitmotivation. Vor allem im Late Game hatte ich richtig viel Spaß. Ich hatte wie beim letzten Mal, hat mir das Spiel am Anfang sehr viel Spaß gemacht. Dann hatte ich so einen kleinen Hänger in der Mitte. Das könnte aber auch an meinem speziellen Spielstil liegen, weil ich wollte halt recht schnell ins Late Game, um die neuen Inhalte alle kennenzulernen. Aber wie gesagt, im Late-Game hatte ich dann richtig viel Spaß. Da habe ich auch sicherlich noch was Sachen, die im Mid-Game eigentlich stattfinden sollte, nachgeholt. Und da muss ich sagen, konnte ich mich kaum noch loseisen, weil man eigentlich immer irgendwas tun konnte. Es gab immer irgendwas abzugraden, die 100. Ruine zu erforschen, hier was zu verbessern, da was zu verbessern und irgendwelche Probleme zu lösen. Und das hat einfach Spaß gemacht. Insofern haben die Entwickler mit ihren Updates meiner Meinung nach genau an den richtigen Stellen angesetzt und das Spiel auch auf lange Sicht unterhaltsamer gemacht. Und auch wenn das Spiel natürlich immer noch ruhig und gemütlich daherkommt, dürften jetzt auch Tüftler auf ihre Kosten kommen. Dass ein Survival-Aspekt fehlt, finde ich auch nicht mehr so schlimm. Man muss ja auch nicht immer Angst darum haben, dass einem die Siedler wegsterben. Insofern, wenn ihr beim Release noch unsicher wart, ob das Spiel vielleicht was für euch ist oder ob das wirklich das Geld wert ist, jetzt könnte es vielleicht ein Blick wert sein. Und auch ein kleiner Ausblick, also das Spiel wird auch noch weiterentwickelt. Ich werde jetzt nicht jedes Mal hier so ein Update-Video machen,
Aber es gibt auf jeden Fall weitere Updates in den Planungen. Da kann man gespannt sein. Das wäre es von meiner Seite. Eigentlich hatte ich vor, zusammen mit diesem Video noch ein längeres Gameplay-Video hochzuladen. Das habe ich aber aus zeitlichen Gründen nicht mehr geschafft. Das wird also nicht kommen. Wenn ihr Interesse daran habt, dass ich das Spiel nochmal auf dem Kanal vorstelle, etwas ausführlicher, dann lasst mich das unbedingt in den Kommentaren wissen. Dann würde ich das nochmal als Let's Play-Projekt für die Zukunft in Erwägung ziehen, denn Spaß habe ich an dem Spiel allemal im Moment. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis dann, macht's gut, eure Miri.